Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Hier sieht man noch quasi aus dem Rückspiegel eine erdähnliche Welt, habe ich nochmal nie gefunden. Wir sind hier beim K-Stern. Ja, ist alles schon erledigt. Und ja, unser nächstes Ziel ist gar nicht weit entfernt. Denn das ist der Orangene Riese. Denn immer, wann war's? Letzte, vorletzte Folge rein zufällig auf der Karte gefunden haben. Und ja, dann gucken wir uns jetzt an. Ja, hier im System gab es noch eine andere Terraformierbari-Welt. Also alles schon abgehandelt. Das passt. Ja, nach richtig viel normale Scan-Daten, 185 Millionen. Da ist schon gut was zusammengekommen. Ah, unentdeckt. So muss das. Und wir haben hier sogar ein paar Planeten. Ist auch nicht schlecht. Ah ja. Okay. Da ist auch ein Terraformierbarer dabei. Moment, wir gucken sie erstmal hier. Orangener Riese, 36 Sonnenradie. Das ist gut. Und hier, Terraformierbar, ist allerdings ein bisschen weiter vom Dingens weg. Na gut. Auf die mal hin. Was wollen wir machen? Ja, dann müssen wir Route planen. Natürlich. Und ich habe mich entschieden, was wir quasi machen. Muss ich, das muss das da weg. Und zwar wegen diesem, ja, Tank, wegen der Tankstelle, die fast in der Nähe ist. So Hünde irgendwie. Nee, ich fliehe nicht hin. Ich habe da schon da die schöne Bookmarks gesetzt und so, und das ist alles schon kalkuliert. Das passt alles. Ich habe jetzt Kilo, um dort zurückzufliehen. Deshalb setzen wir den Kurs. Könnt dorthin du Kurs setzen, eventuell. Das ist eine gute Idee. Dann können wir uns dort mit dem Carrier treffen. Dann können wir hier. Weg. Moment, was bist du? Oh, guck mal, noch ein orangener Riese. Wo ist denn der? Ah, okay. Da ist jetzt nicht die Richtung, wo man hin wollen. Das sind wir für andere. Wollt ihr auch hier Spaß haben, denke ich. Ja, ich würde sagen, wir planen einfach mal diese Route. Und können. Eventuell, ja, wir gucken mal. Ob uns irgendwas ins Auge fällt. Hier sind diverse F-Sterne. Ja, B-Sterne auch ab und zu. Schauen wir nochmal, oder? Jo. Bist du? Oh, ein B-Stern und eine T-Tauri. Ist das hier schon was Besonderes? Ach, guck mal da, mir. Ach, cool. Wir sind schon 44 Lichtjahre. Also, wir sind quasi fast auf dem Nullpunkt. 44 Lichtjahre unter der Ebene. Ist mir gerade aufgefallen. Das ist jetzt einfach nur. Ja, zumindest haben wir hier genug Sterne. Ist auch ein bisschen Abwechslung da. Die Wahrscheinlichkeit auf Riesensterne ist dann halt auf der Nullebene nicht so groß, aber. Was bist du? Y.
Ne, Y brauchen wir nicht. Genau, da wohl mein. Wie viele Sprünge haben wir noch? 15, ja, das ist noch, das ist einiges. Oh, dann können wir auch noch direkt, wenn wir hier gescannt haben. The Carrier los schicke Moment. müssen wir mal prüfen. Kommt der überhaupt noch so weit? Zwei Sprünge müsste aber drin sind, oder? Stimmt, hoffe ich doch. Naja, das ist Simaklei, denke ich. Ach so, genau. Habe ich das noch erwähnt? Nee, habe ich noch nicht. In der letzten Folge waren wir doch auf dem Planet mit der Kohlendioxidatmosphäre, wo wir auch noch das Stratum Tektonikas gefunden haben, gell? Ich habe dort noch die Biosignale fertig gemacht. Mit das Tussock, das haben wir ja schon gesehen. Und habe halt noch die Bakterien mitgenommen. Da musste ich allerdings wirklich ein bisschen suchen. Die war halt nicht ganz so häufig. Genau, und dann gab es in dem System hier noch einen Planet mit Ammoniakatmosphäre und ich glaube 5 Biosignale. So, dann mal fertig. Moment, mir. Wir machen sehr schmutzig das. Genau, ich bin. Oh, das langt noch dicke. Weil die zwei Sprünge. Das ist wunderbar. Zack. So. Genau, ich bin noch zu dem Planet geflogen mit der Ammoniak-Atmosphäre. Und es war eine seltsame Kombination an Biosignale. Was mir ins Auge gestochen sind, war Cactoida. Das wollte ich mal halt angucken. Aber das waren wieder die Cactoida Peperatis oder die heißen, die kleine Dinger, die mich immer an diesen neuen Auge erinnere. Die habe ich halt dann auch ja, aufgesammelt, also Probe genommen davon, weil ja, war gerade hier immer dabei oder nicht weit davon war das gleiche Frutexa, das man auch in dem anderen Planet hatte. Habe ich halt auch noch mitgenommen, das war jetzt nicht so viel wert, aber hey, ist wieder am Sack. Und das andere Zeug habe ich dann gar nicht gesucht, weil ja, Ammoniak-Atmosphäre, ich jetzt keinen Bock drauf. Bedeutet letztlich, dass wir 302 Millionen an Biodata haben. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und wir sind nicht am Carrier. Okay, Nummer 1 direkt schon ein Gasriese. Nur gut. Das trägt noch Gasriesen hier dran, dann nehmen wir auch noch mit. So, die Monde. Mhm. Ah, der Rest ist dann bei Nummer 4, wie es scheint. Okay.
Felsige Welten. Ne, felsige Welten, da müsse man nicht. Oder gibt es hier eventuell. Moment, was bist denn du? Eiswelt, Methan, 2. Methan wollte man doch immer noch. Weil diese Bakterie haben wir noch gar nicht. Wir können da aber auch gucken, ob es hier. Warte mal, Enz und leider ist irgendwie auf dem Weg, Enz und 5. Nicht unbedingt. Tja, komm, wir gucken einfach mal. Was soll der Geiz? Hier, da haben wir nämlich ein paar. 4 Stück, 3. Nicht jetzt uncool, vielleicht haben wir Dings dabei hier. Na, wie heißt's? Tubus. Das wäre nicht schlecht. Oh, da ist natürlich die Frage, welcher. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wo man das Tubus Covers findet. Nabend, Ossi. Ja, mir scanne das einfach mal, wenn es sich irgendwie interessant anhört, dann lande mal und gucke uns zumindest was Interessantes an. Also Tubus zum Beispiel. Kaktuida würde ich auch mitnehmen. Ich sag mal so, wenn es die Stratum-Bakterie Tussock-Fotexa-Fraktion ist, dann eher nicht. Dann fliegen wir dann lieber noch auf dem NEIS-Planet mit den 2 Biosignale vorbei. Ich kann mir zwar schon denken, was das gibt, aber Bakterien und Funticulua. Weil die Bakterien haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Die sind zwar nichts wert, aber damit wir sie immer im Codex drin haben, ja, würde ich das schon noch tun. So. Der ist hinterm Gasriese von uns aus gesehen. Wir fliegen jetzt quasi genau auf Andromeda zu. Und Andromeda wird immer größer. Es wird immer größer. Man sieht schon die Polkappe von Andromeda. nein. So, oh, der ist ziemlich klein. Könnte eventuell Annie reichen. Wir gucken mal. So, Bakterien. Concha, okay. Tubus. Tussock. Okay. Ja. Gut, das schauen wir uns an. Also, wie gesagt, keine Ahnung, was das da für Tubus jetzt ist. Es kann auch sein, dass es das andere ist. Keine Ahnung. Kann man den Namen nicht merken von dem anderen. Aber das war nicht so viel wert. Ja, egal. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir Glück und es ist wenigstens eine andere Farbe für den Codex. So, warte mal, Tussock, alle Bakterien. Contra gibt es da natürlich nicht, das war klar. Ich will halt in den helle Bereich hier. Naja, gucken wir mal. Contra, Contra Renibus. Ja, könnte man prinzipiell auch noch gucken. Darüber wollte ich doch eigentlich gar nicht so viel Biotechnologie
Sachen aufsammle, aber das hat sich jetzt halt einfach so ergeben. Das. Guck die Folge aus, also dann weiß ich es. Und jeder da drin muss auch noch ein bisschen warten. Das ist die Folge für Samstag. Bei mir ist erst Donnerstag. Also aktuell beim Ossi auch, wie er das schreibt. Also der Ossi hat, sieht immer sein vergangenes Selbst. Seine Vergangenheit sieht er. Das ist doch schon eine tolle Zeitmaschine, so ein Let's Play. Ossi, ich freue dich. Du hast so viel mehr erlebt als dein damaliges Ich. Du hast Systeme gesehen, die dein damaliges Selbst nicht gesehen hat. Oh, das ist Kawas, oder? Oh, das ist cool. So, Bakterium aurasus grün. Moment, da. Tubus Kawas, Wein rot. Kennen wir alles schon, aber egal, das sind 10 Millionen. Wie könnte ich das ignorieren? So, ist da eine Mano mit? Tusuk Propagito, grün. Wunderbar, da kriegen wir direkt drei Stück hier in dem Dorkrobo-Gebiet. Ja, dann können wir die Konjo auch noch suchen. Nicht traurig sind, Ossi. Finde den Tipp trotzdem cool, dass er die Mühe gemacht hast, aber das passt jetzt irgendwie nicht. Oh, ach so, stimmt. Wir können hier relativ lang schweben, weil hier hat es kaum Gravitation. So, 11 Millionen sogar, 11,8, also fast 12. Runde mal auf, 20. Ich muss gucken, wo du bist. Sehe ich das überhaupt? Moment, er will, dass er gestalkt wird. Wie nennt man das immer? Will, dass man gestalkt wird. Wo ist er dann? Mhm. Schon wieder. Warst du nicht immer beim Beagle Point? Oder bin ich jetzt verwirrt? So, Moment, was machen wir jetzt? Ach, da kommt schon ganz durcheinander. So. Ja, Bio-3 Biosignale sollte man relativ easy sammeln können.
Du fettes Ding, du! Zurück auf dem Carrier wird die Asp unter Diät auf Diät gestellt. Gesetzt. Angeordnet. ja, wir müssen uns auch noch überlegen, was war Schiff mal besteigen. Also ist nicht so, wie ihr denkt. In welches Schiff wir einsteigen. Bei euch muss ich ja aufpassen. Das wird doch wieder anders ausgelegt, als ich es gemeint habe. Oh! Oh! Gucken wir euch das mal an. Cool. Coole Sache, Parker. So, dann landen wir bei der Hinnedenne. Eventuell müssen wir halt darauf achten, ob irgendwas in der Nähe ist. Nein, nein, doch, da ist Tusog in der Nähe. So, Moment. Hallo? Mach dich nicht dicker als der Bisch. So. Ah, da war mal wohl ein bisschen zu knapp dran. Müsste eigentlich reichen, oder? Na klar. 0,06G. Ha, ehrlich. So, weitere 11 Millionen. Da kommt Freude auf. Die da sind zwar nichts wert, aber sie sehen hübsch aus mit den rosa Blüte. Nur 1 Million, aber das kannst du doch wirklich als Blumenstrauß missbrauchen, dass das blüht schön, schöne Blüte. Kann dir Michael eventuell so als die Blüte zur Verzierung zu seinen Borgenhügelsteaks nehmen. Funktioniert auch ganz gut, bestimmt. Können wir Rihanna noch einen Blumenstrauß mitbringen, damit sie sich freut. So, was hat er geschrieben? Minuten Orbit. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Flieht du Erzähler bei Sache, die er vor Äonen entdeckt hat. Okay, gut, das wolle Meo letztlich auch tun. Aber das dauert noch ein bisschen. Oh, das gibt dann auch wieder so eine Tour, wo man in irgendein schönes Schiff steigen. Und dann Abstecher mache. Ohne Carrier. Ah, das ist noch ein bisschen hin. Müssen wir erstmal aus dem Sektor hier rauskommen. Haben wir ja noch was zu tun. So ein paar Pupgangs anzufliegen, in den Nebel anzugucken. Und ich würde sagen, hier, ja, können wir auch da mal verstärkt immer noch Acht auf die Biosignale halten. Wenn wir dann im Dingens, Moment, auch mal Bakterie eventuell noch, wenn wir dann wieder, na komm, wir sammeln die jetzt auf, wenn wir dann wieder im Acadian Stream sind, dann können wir ja ein bisschen zielstrebiger fliegen und die Biodaten vielleicht irgendwo außer Vorlose so ein bisschen, außer halt das Relevante. Ah, guck mal hier. Also dass man halt klar die Schwefeldioxid zum Planet of Death. Oh ja, das Ding ist cool. Ja, du bist ja aber gerade ein bisschen falsch. Glaube ich. Und hab ich das überhaupt noch markiert? Hab ich das Bookmark noch?
Das bist doch. Das bist doch du. Ajo. Nee. Nee, das ist. Ach, das ist der 11-11G-Planet. Den habe ich gebookmarkt. Habe ich die World of Death? Nimi. Bist du das? DAB? Doch. Genau, das ist der. Das ist der. Ja, Leif Eriksen. Genau, hier. Das müsste es eigentlich sein. Stimmt. Stimmt. Was doch so nah an Kolonia dran. War das davor? Okay, ich habe gedacht, das wäre auch bis hier die Kante. Also hier. Naja, egal. Egal. Moment, jetzt bin ich komplett verwirrt. Sample-Sample-Analyse. Okay. So, Bakterien greifen wir auch noch ab. Beziehungsweise, da suche ich jetzt gerade noch. Na, muss man nicht so viel suchen. Hier ist direkt schon. Ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben schon wieder unser Pensum erledigt. Also genau. Sprich, die Bakterie sammle ich noch auf. Conjure nehme ich halt auch noch mit. Da mache ich halt noch kleiner Standortwechsel. Was soll der Geiz? Und dann gucke ich mir eventuell noch die Bakterie. Nein, genau. Doch, auf dem Eisplanet an. Wo gucke. Ja, aber für uns ist jetzt eher schon mal gut. Ah, stimmt, Carrier. Alles gut. So, warte mal, wir brauchen noch. Ach, genau da. Das ist jetzt bis. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, Hochkant Fotografie. So, dann würde ich sagen, mit dem schönen Anblick da verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.